Friends, heute ist der 1. Dezember und ich habe mich dazu entschlossen, ich kann zwar keinen Vlog machen, ich würde es aber niemals schaffen, aber ich habe mir gedacht, dass ich wie so kleine so Weihnachtsvlogs hochlade. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich fand es irgendwie mega sweet, weil auch wenn ich es nicht schaffe, Vlogs zu machen, liebe ich trotzdem die Weihnachtszeit und nehme euch gerne dabei mit, was ich so mache. Ja, wir haben heute den 1. Dezember und ich nehme euch heute auf jeden Fall bei meinem Tag mit. Ich hätte heute eigentlich Uni. Ich habe mich aber dazu entschieden, daheim zu bleiben und daheim was für die Uni zu machen, weil ich die eine Vorlesung eh online anhören könnte und das Seminar habe ich sowieso schon bearbeitet, also ist es eh egal. Deswegen sitze ich jetzt schon seit einer Stunde ungefähr dran und lerne für Italienisch, weil ich nächste Woche meine Italienisch-Klausur habe, also zumindest die erste. Wir schreiben da insgesamt zwei. Aber ja, das steht bei mir momentan an. Warte, ich nehme mich mal mit. Ich habe noch gar nicht meinen Adventskalender ausgepackt. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. Nehme ich euch mit. Ich stelle euch jetzt gleich mal irgendwo ab, weil ich kann es nicht die ganze Zeit in der Hand halten. Stelle ich euch auf meinem Schreibtisch ab. I think that's the best idea. Ich muss sagen, ich habe es irgendwie voll vermisst zu vloggen. Ich finde nämlich, Vlogs sind viel persönlicher und mir persönlich machen die auch mal Spaß zu schneiden. Aber es gibt halt nicht immer eine Occasion, wo man was vloggen kann. Deswegen versuche ich halt immer da, wo es geht. Also so, wenn ich reise oder so, dann halt einen Vlog zu machen. Und ansonsten versuche ich es irgendwie so ein bisschen abzulenken. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr lieber Vlogs mögt oder normale Videos. Also so Sit-Down-Videos. Übrigens habe ich immer noch meine Herbstdeko drauf. Ich war nämlich noch nicht daheim bei meinen Eltern, wo meine Weihnachtsdeko ist. Aber ich werde am Wochenende nach Hause fahren und ich nehme euch auch in diesem Video noch mit, wie ich mein Zimmer dekoriere. Okay, Adventskalender-Time. Oh mein Gott, es fühlt sich so ewig an, seit ich das letzte Mal einen Adventskalender aufgemacht habe. Ich habe von meiner Mama so einen Lindt-Adventskalender bekommen und ich liebe Lindt, deswegen habe ich mich mega gefreut. Ich habe den noch gar nicht ausgepackt, weil ich irgendwie zu nichts gekommen bin die letzten paar Tage. Ich bin irgendwie dauerhaft im Stress die ganze Zeit. Ich versuche, meine ganzen Lernsachen zu machen. Ich habe auch schon versucht, ein bisschen Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich sage es euch, wie es ist. Es ist für mich immer jedes Jahr purer Stress, weil ich weiß nicht, für meine Mama zum Beispiel finde ich immer richtig easy was und auch so für Freundinnen und so. Selbst für meinen Freund finde ich immer verhältnismäßig schnell was, aber so zum Beispiel für meinen Papa und meinen Bruder ist es eine komplette Katastrophe. Weiß nicht, ob es euch da auch so geht. Ich habe den Adventskalender ausgepackt, wir sind jetzt mal die 1. Oh, voll süß, so eine kleine Kugel. Ich kann es irgendwie nicht glauben, dass ich gerade so Adventskalender aufmache, so weird. Weil es sieht so herbstlich draußen aus und irgendwie, ich fühle mich auch noch nicht so krass in Weihnachtsstimmung. Aber ich hoffe, das ändert sich jetzt die nächsten paar Tage. Ich bin gerade dabei, das Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder zu machen. Der wird nämlich nächste Woche 18 und das ist ja ein relativ großer Geburtstag und ich habe mir irgendwie was richtig Cooles einfallen lassen. Die Umsetzung ist allerdings ein bisschen problematisch. Zeige ich das mal. Und zwar habe ich für meinen Bruder so einen schwarzen Hoodie gekauft und ich versuche da so ein Nike-Zeichen einzustitchen. Das dauert ewig, das zu machen. Ich sitze ja jetzt schon seit 2 Abenden oder so dran und ja, zum Glück habe ich noch ein bisschen Zeit, aber trotzdem, ich wollte eigentlich 3 Stück davon machen. Ich glaube, es werden nur 2 am Ende, aber egal. Das liegt hier schon die ganze Zeit. Und gebt euch das mal bitte. Ich habe für meinen kleinen Cousin, der ist jetzt ein bisschen über 1, so eine Giraffe gekauft. Ich habe die bei H&M Home gefunden. Ich fand die so süß, deswegen, ja, musste ich die einfach mitnehmen. Der Plan für heute ist, ich will euch ja ein bisschen mitnehmen und es soll ja auch ein bisschen ein weihnachtlicher Vlog sein. Wir haben gerade 21:45 ungefähr, glaube ich. Und ich werde jetzt mal straight weitermachen und für die Uni noch mein restliches Zeugs machen. Danach werde ich in die Stadt fahren und danach werde ich die Herbstdeko aus meinem Zimmer raustun. Ich kann es auch langsam irgendwie nicht mehr sehen und ja, da nehme ich euch dann auch mit. Wir haben jetzt 12, glaube ich. Ja, 12:10 Uhr. Ich würde sagen, wir druggen jetzt mal los. Mein Outfit heute ist übrigens mega lost. Ich habe so diese Kuscheljacke an und ich liebe die voll. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich bin gar nicht zufrieden. Aber ach, ist jetzt auch egal eigentlich. Ich habe so eine Straight-Leg-Jeans an. Die muss ich einfach kürzen. Und meine schwarzen Converse. Und ich habe so einen roten Pulli an, weil ich dachte, der sieht so richtig schön weihnachtlich aus. Ich habe nämlich gar keinen Weihnachtspulli. Dann habe ich noch so eine Kette an. Ich glaube, das sieht man von hier aus gar nicht. Aber die ist von Swarovski. Und die habe ich im Black Friday Sale gekauft. Und ich habe, ich glaube, über 50% gespart. Deswegen ist mein größter Schnappergefühl dieses Jahr gewesen. Bin am überlegen, ob ich noch einen Schal zu anziehen soll. Ich habe noch einen blauen Schal. Das wird halt farblich einfach gar nicht passen. Nee, ich glaube, das passt so. Ich bin ja eh meistens drinne. So I'm offering a simple phrase.
Okay, ich bin jetzt back. Ich habe mir ein bisschen was in der Stadt eingekauft und ich zeige euch das jetzt mal. Ich versuche den Haul relativ kurz zu machen. Da, wie ihr an der Tüte wahrscheinlich schon sehen könnt, bei Sostrene Grene. Das ist auf jeden Fall irgendein skandinavischer Shop. Entweder Norwegen oder Schweden, glaube ich. Ich muss sagen, die sind sehr preiswert. Also verhältnismäßig zu jetzt Depot zum Beispiel. Ich finde, Depot hat immer so teure Preise teilweise. Ist das echt voll okay. Hoffentlich zeige ich euch jetzt, was ich gekauft habe. Das erste, was ich gekauft habe, ist Geschenkpapier. Und das ist einfach so braun ganz normal. Also wie so dieses simple Geschenkpapier, was auch mal voll im Trend war, hatte ich das Gefühl. Nur hat es so kleine so Tannenzweige drauf und so ein bisschen so weiße Punkte, die wahrscheinlich Schnee darstellen sollen. Und ich fand das irgendwie ganz gut. Es gab noch andere, die auch voll schön waren. Aber ich habe mich für das hier entschieden, weil ich noch dazu passend immer so Schleifchen drauf mache. Und ich habe dafür irgendwie voll die schöne Schnur gefunden. Jetzt habe ich so grüne Schnur mitgenommen. Die hat auch nur 90 Cent oder so gekostet und die passt halt farblich richtig gut dazu. Dann eine andere Sache, die ich gekauft habe, weil ich die als Geschenk brauche, ist das da. Das ist so eine Silikonmasse, die in Form von so einer Schokoladentafel ist. Ich habe auf Pinterest so eine richtig süße Geschenkidee gesehen, wo jemand einfach so selbst Schokolade gemacht hat und das mit so ganz vielen verschiedenen Sachen verziert hat. Und ich habe mir das überlegt, dass ich das einfach dann ganz gut machen kann. Dann habe ich mir noch was mitgenommen, was ich auch mega schön fand und ja, da konnte ich irgendwie nicht so widerstehen. Und es hat nur 5 Euro gekostet. Und zwar ist es dieser Kalender hier. Und zwar ist es ein Kalender für nächstes Jahr, also 2023. Und ich habe mich einfach so in dieses Design verliebt. Auch die Seiten selbst sind halt mega sweet. Deswegen konnte ich nicht widerstehen. Und ich finde so solche Kalender mal voll praktisch. Den hänge ich dann wahrscheinlich irgendwo vielleicht über meinem Schreibtisch auf oder so. Auf jeden Fall habe ich die hier mitgenommen. Ich finde die richtig sweet. Die kann man halt irgendwo hinstellen einfach. Und so ein bisschen Weihnachts Spirit ist immer schön. Ja. Und das war's von Sostrene Grene. Dann habe ich noch 2 Sachen von Geschenk gekauft. Das zeige ich euch jetzt aber nicht, weil das nicht so spannend ist. Ich glaube, ich werde mich jetzt mal dran machen und meine Herbstdeko abnehmen. Für Weihnachten dekorieren werde ich wahrscheinlich halt erst am Dienstag, weil ich komme vorher, glaube ich, echt nicht dazu. Aber ich hoffe, der Dienstag klappt dann. Ich habe jetzt wirklich nur die Herbstdeko gerade mal weggemacht. Die Ecke war halt auch am meisten dekoriert. Ich glaube, ich stelle jetzt einfach diese 2 Tannenbäume auf meinen Nachttisch. Dann habe ich da wenigstens so ein bisschen Deko schon mal. Und den Rest nehme ich ja dann von daheim mit. Ich sitze mal wieder in meiner Standardposition, wenn ich irgendwas am Schreibtisch mache. Ich werde nämlich jetzt weiter Uni machen. Ich nehme euch dabei jetzt nicht mit, weil ich glaube, es ist ziemlich langweilig, immer einen Zeitraffer vor mir beim Lernen zu sehen. Aber ich melde mich bei euch, sobald es wieder was Spannendes gibt. Entweder heute Abend oder dann wahrscheinlich spätestens morgen. Ich gehe nämlich morgen Abend auf den Weihnachtsmarkt. Da freue ich mich schon mega drauf. Hello, wir haben heute Freitag. Denke ich wahrscheinlich gerade, warum sehe ich so gelb aus? Well, ich hatte gerade direkt von meiner Lampe angeleuchtet, weil ansonsten ist das ganze Video grisselig. Wirklich, ich hätte so gerne eine Kamera. Egal. Wir filmen mit dem Handy. Ich krieg das irgendwie hin. Ich dachte, ich nehme mich dann so ein kleines bisschen mit auf den Weihnachtsmarkt. Heute ist der 2. Dezember. Das heißt, wir machen 2 Türchen auf. In dem 2. Türchen war so eine Hello Lindt Schokolade drin. Ich stehe jetzt vor meinem Kleiderschrank. Die Perspektiven hier sind sehr begrenzt in diesem Zimmer. Ich weiß nicht, stört euch das, wenn das Video so ein bisschen grisselt? Ich bin leider sehr perfektionistisch und meine Mama hat mal zu mir gesagt, so als ich ihr das erzählt habe, ja, dass es ja nicht auf die Qualität vom Video ankommt, sondern auch viel auf den Inhalt und das stimmt natürlich auch. Aber ich bin trotzdem sehr perfektionistisch. Ich bin noch unschlüssig, was ich heute anziehe, weil ich will auf jeden Fall was Warmes anziehen und ich zeige euch mal ganz kurz, was ich vorletzte Woche bestellt habe und letzte Woche angekommen ist. Ich habe mir so Handwarmers bestellt in Babyblau. Ich finde die so schön. Ich finde, wenn du keine Jacke darüber ziehst, sieht es sau dumm aus. Aber wenn du die Jacke drüber ziehst, sieht es richtig sweet aus. Ich zeige euch das einfach nur so. Geil. Die sind halt so praktisch. Und ich muss keine Handschuhe extra anziehen. Weil ich finde, bei Handschuhen hast du richtig oft den Struggle. Da musst du die mal an, mal ausziehen. Dann kannst du dein Handy nicht richtig mit bedienen. Selbst die mit Handyfunktion funktionieren manchmal nicht. Und die ziehe ich auf jeden Fall an. Und ich habe auch noch einen Schal, der dazu passt. Den kann ich euch auch gleich zeigen. Ich glaube, ich muss aber erstmal überlegen, was ich so drunter ziehe. Ich habe nämlich momentan so eine Stoffhose an. Da könnte ich theoretisch eine Strumpfhose drunter ziehen. Dann ist es wärmer. Vielleicht mache ich das mal. Ich glaube, ich lasse es auf jeden Fall an, weil dann habe ich halt so eine Strumpfhose und diese Stoffhose drüber. Das sollte auf jeden Fall warm halten.
und oberteilsmäßig muss ich auf jeden Fall was anderes, glaube ich, anziehen, weil ich meine, wir haben so 1 Grad oder so und damit ist mir, glaube ich, kalt. Das heißt, ich brauche jetzt irgendwie mal was, was so halt noch meinen Bauch und meine Nieren abdeckt und dann muss ich mal gucken, wie ich den Rest plane, beziehungsweise dann muss ich, glaube ich, packen, weil wir nach dem Weihnachtsmarkt zu meinen Eltern fahren, da freue ich mich auch mega drauf. Ich ziehe mir jetzt noch ein anderes Oberteil an und dann zeige ich euch das Endergebnis. Okay, das war jetzt mein Weihnachtsmarkt-Outfit. Sieht aus wie so ein schwarzes Marshmallow. Ich habe noch farblich passend so Earmuffs. Finde ich eigentlich super süß. Aber ich weiß nicht, letztes Mal haben die mich voll genervt, weil mit denen hört man nicht so gut. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich die anziehe oder ob ich die da lasse. Ich habe halt auch keine Mütze oder so. Deswegen, das ist mein Mützenersatz. Jetzt mal meinen ganzen Stuff hier wieder aus und räume noch den Rest auf. Für die erste. Ich glaube, die erste. Ich glaube, es war schon die zweite. Habe ich sie nicht gesehen, wie sie sich dreht. Nochmal neu, komm nochmal her. Ja, aber die dritte. Hallo. Die vierte. Und einmal drehen. Ich glaube, die siebte. Also wir backen jetzt Plätzchen. Wir machen bunte. Oh, perfekt, ist das Ei runtergekommen. Wir machen bunte Butterplätzchen. Also wir brauchen 250 Gramm Mehl. Den 6. Dezember. Das heißt, heute ist sogar Nikolaus. Und ich werde heute finally mein Zimmer dekorieren für Weihnachten. Bevor ich mit dem Dekorieren anfange, dachte ich mir, mache ich wieder mit euch zusammen meinen Adventskalender auf. Ich kann mir vorstellen, dass da so ein kleiner Nikolaus oder so drin ist.
mein Gott, ja. Ja, wie gesagt, das ist ein kleiner Nikolaus und ich finde es so süß. Und, ach ja, ich zeige euch noch kurz, was ich denn an so Weihnachtsdeko habe. Also ich habe vorhin meine Weihnachtsdeko aus dem Auto geholt. Ich habe so ein kleines Weihnachtsbäumchen, das habe ich eigentlich jedes Jahr, also das habe ich schon vor Jahren mal irgendwann gekauft. Ich glaube, das war mal von Ikea, wenn ich mich nicht täusche. Und hier drinne habe ich jede Menge so Fake-Tannen-Dinger. Also das hier ist eine Girlande, eine Fake-Tannenzweige. Dann habe ich noch so eine Glitzer-Girlande. Mal gucken, ob ich die überhaupt verwende. Glitzer-Girlande. Dann habe ich noch so einen Tannenbaum. So kleinere Tannenbäume, die sind vom Ikea. Ich glaube, der da ist entweder von Depot oder von Anunana gewesen. Noch so einen kleinen Baum. Dann habe ich noch so eine Tasse mitgenommen. Das ist so eine Pinguin-Tasse. Dann habe ich hier noch so einen kleinen Baum. Und hier, ich liebe das, das ist so ein kleiner Tannenbaum in so einem Glas drin. Und den kann man halt unten anmachen. Und da ist so eine Mini-Lichterkette drin und dann leuchtet es. Da hinten, das sieht ja auch noch total dumm gerade aus. Aber da sind ja auch diese zwei kleinen Tannenbäume, die ich noch gekauft hatte. Und vielleicht fange ich jetzt erstmal mit dem Bett an. Also ich bin jetzt komplett fertig. Ich zeige euch mal ganz kurz, was ich jetzt alles dekoriert habe. Ich habe hier meinen Tannenbaum aufgestellt. Den mache ich auch gleich an. Es wird nämlich sogar langsam schon dunkel einfach. Da habe ich einfach eine Girlande hin. Da hinten habe ich dann noch so ein kleines Pflänzchen hingestellt und hier so eine kleine Girlande drüber gemacht. Mein Favorite Part ist aber definitiv der Schreibtisch. Was echt gut ist, weil ich verbringe relativ viel Zeit an meinem Schreibtisch. Und ich fand irgendwie, keine Ahnung, es sieht voll schön aus. Ich habe ja auch so ein weihnachtlichen Hintergrund auf meinem Computer gemacht. Hier an der Seite steht mein Adventskalender, der bleibt da einfach stehen. Achso, und hier an die Seite habe ich einfach so zwei kleine Tannenbäume hin. Also ich werde jetzt den Grinch gucken. Ich habe nämlich richtig Lust darauf. Ich liebe diesen Film. Also sowohl den mit den echten Menschen als auch diesen Zeichentrickfilm hier. Ich schaue jetzt aber den Zeichentrickfilm, weil ich irgendwie da gerade mehr Lust drauf hatte. Ich liebe es einfach komplett. Und nebenbei mache ich das Geburtstagsgeschenk für meinen Bruder weiter. Ich habe jetzt den Grinch fertig geguckt. Ich habe schon wieder halb geheult am Ende. Ich weiß nicht warum, aber seit so ein paar Jahren werde ich richtig emotional bei so Filmen, wenn auch so was Schönes halt passiert am Ende. Und ich habe jedes Mal so Tränchen in den Augen. Ich kann da nicht mehr. Ich weiß, ich finde es so rührend irgendwie. Obwohl es einfach ein Zeichentrickfilm ist und ich mir so denke, so lol, es ist halt einfach nur eine Geschichte, die einfach gemalt wurde. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich finde es so schön. Deswegen, ja, I don't know. Wie ihr sehen könnt, ist das Licht wahrscheinlich von mir gerade richtig schlecht. Deswegen beende ich jetzt mal das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wollte es so ein bisschen weihnachtlicher machen. Geschneit hat es ja leider nicht. Das hätte ich sehr cool gefunden. Aber gut, man kann sich natürlich das Wetter nicht aussuchen. Falls ihr noch so einen Weihnachtsvlog haben möchtet, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich mega freuen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!